Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, das ist heute ein Tag, der komplett im Zeichen der SPÖ steht, komplett im Zeichen der neuen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Und deshalb bei uns zu Gast als erster in Fellner Live der Mann, der dieses Erdbeben ausgelöst hat, Christian Kern. Herr Kern, Sie wissen, ich fange die Interviews immer gerne ein bisschen frech an. Können Sie sich noch an diese Geschichte erinnern? Kern, geheimer EU-Plan? Ja, bestens. Ja. War, glaube ich, muss mal schauen, an welchem Tag, ich glaube Ende August, ich habe das damals geschrieben, nach bestem Wissen und Gewissen, Sonntag, 2. September. Und am 3. September sind Sie dann im ORF aufgetreten, haben gesagt, das ist der größte Unsinn, den Sie je gelesen haben. Mm. Und auf die Nachfrage der Redakteurin, ob Sie das wirklich ausschließen können, haben Sie gesagt, totaler Mumpitz, wörtlich, ja. Also zunächst, das ist der größte Unsinn, den Sie je gelesen haben, und dann totaler Mumpitz. Muss man als Politiker lügen eigentlich? Ja, also ich gebe zu, Sie haben gewonnen in dieser Frage. Ja. Also ich sehe auch Ihre Freude darüber, Ihnen natürlich an der Nasenspitze ja, an, wenn ich das genau, so sagen danke darf. Danke vielmals. Ja. Ja, aber das Problem bei der Geschichte ist ja folgendes. So eine Entscheidung triffst du ja nicht von heute auf morgen, sondern denen gehen eine Reihe von Überlegungen voran. Persönliche, selbstverständlich, aber es gehen natürlich auch Überlegungen voran, wie kann man das so übergeben, dass die SPÖ auch in Zukunft erfolgreich sein kann. Und die dritte Thematik war, dass ich diese EU-Diskussion, also für mich diese Frage natürlich auch immer erwogen habe. Das Problem ist nur, ich fühle mich selber nicht wohl bei dieser Vorgehensweise, da haben Sie recht. Nur das Dilemma ist, wenn du Parteivorsitzender bist, und dann sagst, na gut, ich überlege in 5, 6 Monaten etwas anderes zu machen. Nur zu überlegen, nicht das anzukündigen, verlierst du völlig die Kontrolle über alles, was dann also in der Folge kommt. Also man muss lügen können als Politiker. Das weiß ich deshalb zurück, weil zu dem Zeitpunkt, dass ich das gesagt habe, war für mich das überhaupt nicht klar. Da wäre auch eine Variante gewesen zu sagen, okay, wir machen einen Schnitt und beenden sozusagen alles. Aber die Herausforderung, da diese Europawahl noch einmal erfolgreich für die SPÖ zu schlagen und in Europa eine stärkere Rolle für Österreich zu erreichen, die war dann die, wo ich gesagt habe, ich möchte das tun. Aber zu dem Zeitpunkt, dass wir beide darüber gesprochen haben, war es ein völlig ungelegtes Ei und insofern keine Aber Lüge. Es hat damals ja schon sehr starke Gruppen in der SPÖ gegeben, sonst hätte ich das ja nicht erfahren, die gesagt haben, das wäre eigentlich der geniale Schritt. Kern noch den Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl, dann gewinnen wir das gegen Karas und Wilimski und haben plötzlich eine ganz andere Dynamik. Das war die Überlegung. Das war ja einer ihrer Strategen und die Wiener SPÖ und alle möglichen waren ja da drin, haben gesagt, das ist eigentlich eine gescheite Idee. Das war in der Tat so, dass die Diskussion so gelaufen ist, aber trotzdem hat das für mich auch eine Zeit gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, gut, ich bin da noch einmal bereit und wir gehen das noch einmal gemeinsam an. Und wann haben Sie eigentlich für sich die Entscheidung getroffen, nicht zu kandidieren? Weil ich kann mich erinnern an unser Sommergespräch, war sehr spannend, Sie waren in Hochform, muss ich sagen, ja. Und habe mir schon gedacht, also schau, jetzt läuft er wirklich zum Oppositionsführer auf. Aber ich habe Ihnen damals schon nicht entlocken können, das Wort, ja, ich trete an. Sonst haben Sie herumgeeiert, ja, eigentlich ist das eh klar und solche Dinge, aber nicht, ich trete an. Das heißt, es muss ja damals schon bei Ihnen ein bisschen auch der Gedanke im Kopf gewesen sein, Sie lassen es bleiben. Ja, sowas entsteht natürlich nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar. Und was für mich ein wichtiger Punkt war, war diese Migrationsfrage noch einmal in der SPÖ zu klären. Weil wenn man zurückblickt, muss man sagen, der Grund, warum wir bei der Wahl Zweiter geworden sind und nicht Erster, war, dass wir dieses Thema nicht besetzt haben und aufgenommen haben. Das muss man ja nicht so tun wie die Bundesregierung, aber man muss eine klare Antwort formulieren. Und wir haben sicherlich, und ich glaube, das ist auch ein taktischer Fehler gewesen, gesagt, versuchen wir es irgendwie zu vermeiden und sprechen wir lieber über die sozialpolitischen Herausforderungen, über Steuergerechtigkeit, über sozusagen die Verteilungsfrage, die uns da näher liegt. Und das, glaube ich, ist falsch, weil du musst auf diese Frage eine konsequente Antwort geben, weil keine Antwort interpretieren die Menschen als Ignoranz oder vielleicht sogar als Arroganz und jedenfalls als völlige Abgehobenheit. Und deshalb war mir wichtig, dass wir hier noch einmal in der SPÖ jetzt eine ganz klare Position vermitteln und ermitteln.
Und ich glaube, wenn es etwas gibt, was man der neuen Parteivorsitzenden hinterlassen hat, wo sie aufbauen kann, dann ist es das. Weil in der Frage, Sie haben es ja selbst erlebt, gab es in der SPÖ... Das Prostoziel-Kaiserpapier, meinen genau, Sie genau, jetzt, das da Gemeinsame. Gab's, genau, da gab es ja in der SPÖ immer Diskussionen, Nuancierungen, die dann in der Öffentlichkeit als Riesenstreiterei dahergekommen sind, was es nicht war. Aber das war sozusagen die riesige Herausforderung und das war... Immer die Debatte, wer gegen wen. Die Medien setzen sich dann genüsslich drauf. Wenn du deinen kleinen Ritz irgendwo hast, versuchen die einen Spalt rauszumachen. Das war kein kleiner Ritz, das war schon ein großer Ritz. Sie hatten auf der einen Seite den Doskozil-Flügeln und sie hatten damals auf der anderen Seite, das gibt es ja nicht mehr, diese Wiener Stadtregierung rund um Frauenberger, Wesseli, Brauner, die ja eine diametral andere Politik als der Doskozil vertreten hat. Da war ja nicht der Blatt Papier dazwischen, sondern ein ganzer Ozean. Ja, das, glaube ich, ist überbewertet, ganz ehrlich gesagt. Also es war sozusagen keine Einigkeit in der Frage, das stimmt, das ist so. Aber ich würde meinen, dass so groß war die Differenz auch nicht. Aber es nutzt ja nichts, weil in der Öffentlichkeit gilt ja nur das, was die Zeitungen dann schreiben. Und wenn die den Eindruck haben, das passt nicht zusammen, also das musste man lösen. Und ich glaube, das haben wir jetzt sehr, sehr gut gelöst. Und das war auch notwendig, dann noch einmal sozusagen auch Herr dieses Prozesses zu bleiben. Aber in Wahrheit ist der Gedanke, dass Sie im Oktober nicht mehr als Parteichef antreten, ja wohl schon über Monate in Ihnen gereift, oder? Das ist die Wahrheit, ja. Und in Wahrheit haben Sie ja eigentlich nach der Wahlniederlage, nehme ich an, sehr ernsthaft darüber nachgedacht, zurückzutreten und haben es dann aus einem gewissen Pflichtbewusstsein, nämlich ich will die Partei zuerst einmal in Ordnung bringen, fast ein Jahr lang nicht getan, ne? Nein, so ist das gewesen. Ich gesagt habe, jetzt ist nicht der Moment zu gehen, weil wir haben in der Zwischenzeit einige Personalentscheidungen neu getroffen, haben eine Reihe von Projekten aufgesetzt, um die Partei zu restrukturieren, wieder viel stärker mit unseren Gemeindevertretern und Bürgermeistern zum Beispiel zu arbeiten, haben das Parteiprogramm abgeschlossen. Das tut man auch nur alle 20 Jahre. Das ist schon bedeutend, auch wenn es vielleicht nicht die große Öffentlichkeit hat. Aber bitte um Verständnis, dass am Ende in Abwägung aller persönlicher Einschätzungen das meine Entscheidung war. Ich finde es interessant. Aber Sie hatten ja auch eine Reihe von Angeboten aus der Privatwirtschaft. Ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Da hat es den RHI-Chef gegeben, der Ihnen einmal angeboten wurde mit einem Wahnsinnsgehalt, wenn ich richtig informiert bin. Ob da an der Gazprom je was dran war oder nicht, weiß man nicht. Aber Sie haben auf jeden Fall den Herrn Schröder getroffen, der das ja hat. Also ich nehme an, er wird Sie wahrscheinlich auch gefragt haben, ob Sie das interessiert oder ob das eine Möglichkeit ist. Das wollten Sie aber nie in die Privatwirtschaft zurückgehen, diese Art der Flucht antreten. Na, was Sie beschrieben haben, hat wesentlich vor meiner Zeit in der Politik stattgefunden. Und ich habe immer gesagt, wenn man in der Politik ist, dann muss man sich auf diese Aufgabe konzentrieren. Und ich habe nicht mich links oder rechts sozusagen dann verhalten und geschaut, was könnte man machen. Offen gesagt, es gab zwei Angebote in Aufsichtsräten und da habe ich immer gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil ich bin SPÖ-Vorsitzender und das habe ich jetzt einmal zu tun. Was dann eines Tages danach ist, wird man eh sehen. Und wann ist die Entscheidung für den Rücktritt gereift und warum? Naja, erstens einmal hatte ich das Gefühl, dass wir jetzt auf einen guten Weg kommen, weil, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen aushole, mir war schon wichtig, dass wir aus dieser Krise, in der die SPÖ war 2016, dieser 1. Mai, Sie erinnern sich alle noch, denke ich, gut, da sind wir unter 20% gelegen, haben das dann geschafft zu konsolidieren und haben jetzt bei den Umfragen potenziell sogar über unserem Wahlergebnis. Das war das eine. Ja, das war eigentlich eine kleine Sensation für einen Oppositionschef, muss man dazu sagen. Ja, normalerweise also kriegt er eine auf den Deckel nach einer Wahlniederlage. So ist es. Wir haben, ich habe auch persönlich damit gerechnet, dass die Umfragen massiv runtergehen werden. Ist aber nicht passiert. Weil wir viele Leute hatten, die uns das erste Mal gewählt haben und die werden vielleicht dann in einer Nicht-Wahl-Auseinandersetzung sagen, okay, schauen wir uns auch was anderes an. Wann ist die Idee zum Rücktritt gereift? Darf ich noch den zweiten Punkt sagen? Ja. Was für mich auch wichtig war natürlich diese Nachfolgefrage. Und ich denke, vor einem Jahr wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, Pamela Rendi-Wagner durchzusetzen. Die hat aber mittlerweile nicht nur Erfahrung als Ministerin, sondern auch als Abgeordnete, hat ihre Aufgabe hervorragend gelöst, bringt alles mit, um erfolgreich zu sein. Und die ist wirklich eine Herausforderung an Kurz und Strache. Das reden wir gleich im nächsten Einstieg, weil da wollte ich Ihre Meinung eh wissen. Und das ist ja heute das ganz große Thema. Aber vorher noch einmal, wann ist die Entscheidung zum Rücktritt gereift und warum? Naja, wie gesagt, das ist über den Sommer gegangen. Ich habe das intensiv mit meiner Familie, mit meiner Frau besprochen. Und ich meine, es hat natürlich auch einen persönlichen Preis in der Politik. Und
Aber das Hauptargument ist, dass ich wirklich... Was ist der persönliche Preis? Ja, du stehst permanent in der Öffentlichkeit, musst dir alles Mögliche anhören, kriegst permanent Haltungsnoten, wirst permanent beobachtet, seziert. Na, weniger abgewatscht, aber du verlierst auch jede Intimität, jede Regung ist, wird interpretiert und meistens auch sehr unfreundlich bis, ich weiß nicht, was da alles dazukommt, von Drohungen und so weiter. Das ist ja bewusste Strategie und in Social-Media-Zeiten alles nicht so angenehm. Da waren Sie ein bisschen zu nobel und zu weich dafür. Nein, das würde ich oft. Gar nicht. Also wenn ich da, das ist ja da überhaupt der größte Blödsinn. Seien Sie mir nicht böse, jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Also wenn Sie meinen ganzen Berufsweg anschauen, einer, der glaubt, diese Prinzessinnen-Geschichte, die hat irgendwas mit der Realität zu tun, dem kann ich ja selber nicht helfen. Ja? Aber wenn das manche Leute glauben, ist es halt so. Ein Softie sind Sie schon. Sie sind schon eher der noble Typ. Sie sind eher der bisschen Intellektuelle, der Reformer. Sie selber haben ja gesagt, das Draufhauen ist Ihre Sache nicht. Ne? Das ist die Wahrheit, aber also soft, ich finde ein bisschen eine skurrile Erklärung. Also das habe ich noch nie gehört in dem Zusammenhang. Als Politiker, Sie, als Politiker, ja, nicht als Austria-Fan, nein. Als Politiker sind Sie ja soft. Also ehrlich, ich respektiere Leute und auch respektiere, dass jeder vielleicht auch eine Meinung hat, die nicht meine ist und trotzdem berechtigt sein kann. Das ist vielleicht das, was ich zum Ausdruck bringe. Aber wenn du in diesem politischen Feld agierst, dann haltst du es ja keinen Tag aus, wenn du ein Softie bist. Aber Sie wollten nicht mehr Parteichef sein, einerseits aus persönlichen Gründen, aber, ich glaube, das muss man ergänzen, auch aus strategischen. Absolut. Weil Sie der Meinung waren, Sie sind da nicht optimal aufgestellt. Nein, absolut. Warum eigentlich? Naja, Sie haben es ja auch selbst erlebt. Ich denke, dass man einen bestimmten Kredit bekommt und der ist, wenn man so will, limitiert. Und ich habe, wenn man so will, wahrscheinlich eines der großen Probleme zu den diversen Tageszeitungen, also wir beide haben ja auch eine Geschichte miteinander, ja. Wie soll ich sagen, gar keinen Kredit mehr bekommen. Und ich denke, was für uns jetzt wichtig ist, ist, dass wir da wieder die Offenheit haben, über eine neue Person unsere Inhalte zu vermitteln. Weil ich bin ja bei jedem Interview gefragt worden, Herr Kern, wie lange bleiben Sie noch? Herr Kern, gehen Sie zu X, zu Y oder sonst was? In Wahrheit habe ich ja kaum eine Möglichkeit da auf diesen Foren gehabt, diese Fragen zum Schiff und über unsere Inhalte zu reden. Und jetzt fangen wir mit einem weißen Blatt Papier an. Aber eigentlich haben wir doch beide, Sie, aber auch Ihre Wähler, gehofft, dass Sie das Kanzleramt 2022 zurückholen. Weil so schlecht war ja Ihre Performance nicht. Nein, wenn auch nicht. Sehr das kurz, ist, muss man ja, dazu sagen. Kurz. Bitte? Ja? kurz im doppelten Sinn des Wortes. Ja. Ja? Nein, ja? Aber ich glaube noch einmal, Randy Wagner hat hier sicher eine bessere Chance, auch weil sie ein ganz anderer Typus ist. Sie ist eine bestens ausgebildete, sozial-empathische Person mit einer hohen Intellektualität auch und vor allem ein Gefühl für die Leute. Und ich glaube, das unterscheidet sich von Kurz oder Strache, weil du hast in Zukunft das Bild, da sitzt die Testosterontruppe und denen sitzt eine starke Frau gegenüber. Und ich freue mich auf diese Auseinandersetzungen und glaube, dass das der SPÖ schon sehr weiterhelfen wird. Sie haben schon das Stichwort für den nächsten Einstieg gegeben, Randy Wagner. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann lassen wir uns vom Christian Kern erklären, warum die Pamela Randy Wagner die richtige und die ideale und die optimale Wahl für die SPÖ ist. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, das ist heute der große Tag der Pamela Randy Wagner als neuer SPÖ-Chefin. Bei uns bei Fellner Live als erster Gast, der Mann, der sie erfunden hat und die auch Platz gemacht hat für Sie, wenn man so sagen darf, Christian Kern. Herr Kern, ist ja ein offenes Geheimnis, dass Sie Pamela Randy Wagner unbedingt als Nachfolgerin wollten. Die Partei ja ursprünglich ganz andere Ideen hatte, Kaiser, Buresch, wer immer da genannt wurde. Warum waren Sie vom ersten Moment an so vehement für die rote Pamela, wenn man das so sagen darf? Naja, das hat wenn ich einen Punkt ein bisschen relativieren darf, ich habe sie nicht entdeckt, sondern diese Frau hat einen unglaublichen Berufsweg hinter sich gelegt, erfolgreich gearbeitet an den Universitäten als Ärztin, letztlich dann als Sektionschefin. Das ist alles Stöger damals gewesen, der sie zur Sektionschefin gemacht hat. Und sie hat immer war wieder. Die liebste Mitarbeiterin der legendären Sabine Oberhauser, muss man dazu sagen. Das auch noch, ja. Engste Mitarbeiterin auch dort. Also, sie hat ihren Weg gemacht, die hat jetzt nicht irgendwie mich oder sonst jemanden gebraucht, um sie zu entdecken. Also, sozusagen die Kraft des Talents ist unwiderstehlich und das gilt für sie im höchsten Maße, würde ich mal sagen.
Aber sie ist vor allem auch ein Angebot an Wählergruppen, die für uns wichtig sind, die wir bei der letzten Wahl gewonnen haben, wo ich noch durchaus Potenzial sehe. Sie ist ein Zeichen der Offenheit, der Modernisierung. Manche sagen, ja, wie kann man, wenn man nur so kurz Parteimitglied ist, überhaupt SPÖ-Chef werden? Ich sage, genau deshalb hat sie eben die Chance, auch zu signalisieren, dass wir für neue Wählergruppen, die ein Stück des Weges mit uns gehen können, stehen. Aber insofern ist es natürlich schon ihre Entdeckung, wenn ich so sagen darf, weil in der SPÖ verhaftet ist die Pamela Rendi-Wagner ja überhaupt nicht. Sie ist ja, wie wir wissen, erst Mitglied geworden am Tag ihrer Ministerschaft. Das war vor gut einem Jahr, ne? Das sind knapp 1,5 Jahre her jetzt, dass sie SPÖ-Mitglied ist. Sie kennt kaum jemand kennt sie, außer aus den Medien logischerweise. Also wenn man bedenkt, dass bis jetzt SPÖ-Chefs ja immer gestandene Apparate-Kaiser waren. Der Kreisky, auch Herr Faymann, kam ja von der SJ durch die ganze SPÖ durchmarschiert. Dann ist die Pamela Rendi-Wagner ja das genaue Gegenteil. Ja, es gibt eine Parallele. Unser erster Parteivorsitzender war der Viktor Adler, der ist auch Arzt gewesen. Insofern ist es irgendwie konsequent. Aber das Zweite ist, ich glaube, es war überfällig, dass wir endlich eine Frau an der Spitze haben. Das kommt dann auch dazu. Und sie ist es ja nicht geworden, weil sie Frau an sich ist, sondern weil sie, wie ich vorhin beschrieben habe, alles mitbringt, was man für diese Aufgabe braucht. Es ist eine Kampfansage an die Regierung, in der Tat, natürlich. Ich denke auch, das sind Wählergruppen, die wir uns heute mit NEOS, mit den Grünen teilen, auch ein hochattraktives Angebot ist. Und die wird ihren Weg machen, auch ohne meine Ratschläge, auch ohne mein Schulterklopfen. Ich habe nicht vor, da zum Balkon Mappe zu werden. Die hat jetzt die Aufgabe, die hat die Verantwortung. Und genauso wie ich das wahrgenommen habe, wird sie das wahrnehmen und die richtigen Entscheidungen aus ihrer Sicht treffen. Aber sie soll genau die Zielgruppe angehen, die Sie sich ja immer gewünscht haben, die aber letztendlich ja doch sehr stark beim Kurz gelandet ist bei der letzten Wahl. Nämlich die jung-mittelalterliche, etwas gehobene Mittelschicht, die modernen Leute, die modernen Frauen, die modernen Familien, nicht? Das ist ja Ihre Wunschzielgruppe immer gewesen, oder? Das ist es und die haben wir auch im hohen Maß. Und das Interessante ist ja, dass sich seit der Wahl das politische Spektrum noch einmal massiv bewegt hat. Und was ja ganz interessant ist, in unseren eigenen Analysen, die decken sich vielleicht nicht ganz mit ihren, sind wir mittlerweile deutlich jünger und eigentlich die stärkste Gruppe bei den Jüngeren. Mhm. Da muss man konsequent weiterarbeiten. Ich glaube, dass es bei der ÖVP viele gibt, die kurz gewählt haben wegen Veränderung, die jetzt enttäuscht sind, weil sie sehen, dass sie eigentlich nur Populismus und eine beinharte rechte Migrationspolitik bekommen, die in Wahrheit Ausländer vorschiebt und allen in Österreich schadet. Stichwort Kürzung in den Schulen, Kürzung bei der Mindestsicherung, das trifft ja alle in Österreich, nicht nur jetzt Ausländer. Jetzt haben Sie gesagt, die Pamela ist die wirkliche Kampfansage an die Regierung. Wie meinen Sie das? Was ist da die Kampfansage? Die Kampfansage im Sinne von, dass sie in der Lage sein wird, viele Wähler, die heute im Regierungslager sind, auch für die SPÖ zu bewegen, mit ihrem Stil, mit den Themen, die sie bewegt. Wir wissen, es gibt eine große Unzufriedenheit, weil viele Leute glauben, diese Regierung macht ausschließlich Politik für die Reichen und für die Mittelschichten bleibt zu wenig über. Und da ist sie wirklich, glaube ich, eine gute Ansage zu sagen, ja, wir machen Politik für alle, wir strengen uns gemeinsam an und jeder profitiert davon. Das ist natürlich eine klare Ansage an die weiblichen Wähler, an die Frauen. Ja. Und auch. An wen noch? Nur an alle. Ich denke, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum Männer nicht auch begeistert sein sollen von ihr. Ja. Also die wird uns in allen Wählergruppen nach vorne bringen. Aber es ist ein neuer Ton in der Politik. Wir haben ja doch derzeit ein bisschen eine Macho-Politik gehabt. Sie noch als der Softie, aber kurz das ist starke. Herr Fellner, wollen Sie rausgehen? Sind Sie doch froh, dass ich so nette Qualifikationen für Sie finde. Ja, Sie wissen, ich kenne ja noch nicht die zweite Hälfte des Satzes. Ich wollte sagen, kurz, Strache, Pilz ja doch eher als klassische Macho-Typen in der Politik, da ist eine Frau natürlich der Gegenpol, das wollte ich sagen. Ja, absolut. Es war ja reine Männerpartie am Schluss, nicht? Wenn man jetzt von der Meinl-Reising absieht. Da waren ja nur noch Männer am Tisch, auch im letzten Wahlkampf. Ja, so waren ist ja es. Nur Männer am Tisch. Aber ich glaube, das wird das Land positiv verändern. Das tut uns schon gut. Das wird es positiv verändern, dass da mal eine Frau ist. Absolut. Es wird auch die SPÖ positiv verändern.
Da bin ich ganz sicher, weil unser Ziel ist ja, wenn Sie anschauen, unsere Altersgruppe der Mitglieder, ja. die war ja teilweise wirklich erheblich, also sehr, sehr alt. Und was wir jetzt erreicht haben in den letzten 2 Jahren, war, dass wir sehr viele, rund 10.000 Jüngere dazugewonnen haben. Das ist unübersehbar in den Umfragen. Ja. Mhm. Und den Weg müssen wir, den Weg müssen wir fortsetzen. Letzte Frage zu diesem Thema. Die Pamela ist ja eigentlich Kern 2.0, ne? Sie ist eine Quereinsteigerin, sie ist ohne sozusagen politischen Stallgeruch, sie kommt also aus der Wissenschaft eigentlich, letztendlich aus dem Ministerium in die Politik, aber nicht aus der Politik in die Politik. Und jetzt gibt es ja viele, die sagen, sie sind, entschuldigen, wenn ich das Wort dafür gebrauche, auch deshalb gescheitert, weil sie halt ein Quereinsteiger waren und dieses politische Handwerk nicht so beherrscht haben und deshalb zum Beispiel in der Causa Kurz einfach zu gutgläubig waren. Aber wissen Sie, da sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt. Ja. Was ist das politische Handwerk? Genau. Ist es einen riesigen Marketingballon aufzublasen und zu sagen, bah, super, schau, toll, was da alles da geboten wird? Oder ist es konkrete Lebensverhältnisse der Österreicher zu verändern? Und wenn es Zweiteres ist, und davon bin ich überzeugt, dann schauen wir uns die Bilanz doch an. Und glauben Sie, es war leicht, die ÖVP dazu zu bringen, die Jobprogramme durchzusetzen, ja. die wir hatten, Jobbonusaktion ja. 20.000. Glauben Sie, es war leicht, die ÖVP dazu zu bringen, den Pflegeregress abzuschaffen und damit Älteren aus unserer Mittelschicht zu helfen. Ja, auch die Steuerreform war nicht das einfach, war Werner, damals, genau, das, die da Werner Faymann gegen den Finanzminister absolut, damals absolut, mit aller ja. Brutalität durchgeboxt hat. Und dass wir heute so gut dastehen, hat natürlich ja. auch mit Werner Faymann zu tun. Und ich habe auch einen kleinen Beitrag geleistet. Ja. Und realpolitisch ist dieses Land stärker denn je. Und mit Verlaub, ohne unbescheiden sein zu wollen, das ist sozialdemokratische Politik, die ich da geführt habe. Mhm. Wenn es darum geht, diese politinternen Intrigenspielchen zu spielen, dieses ganze taktische Klein-Klein, ja, da habe ich mich vielleicht zu wenig darum gekümmert, gebe ich Ihnen recht, auch weil ich diese Schlüssellochpolitik einfach uninteressant finde. Mir geht es darum, dass am Ende die Leute spüren, dass es Veränderungen geht und nicht, dass wir die Veränderung plakatieren. Und Sie wetten darauf, dass Pamela 2022 Kanzlerin ist? Da bin ich sehr sicher, da könnte man wirklich eine Wette abschließen. Also wir würden jetzt sagen, du hast keine glückliche Hand, aber das würde ich tun. Aber lassen Sie noch eine Bemerkung machen. Ja. Kern 2.0, das weise ich zurück im Namen der Frau Randy Wagner, weil das stimmt nicht. Ich meine, es gibt Parallelitäten, die kommt nicht aus der Partei-Hierarchie und aus der Ochsentour rauf, das stimmt ähnliche schon. Ähnliche Vorstellung von Politik, muss das, man dazu sagen. Ja, aber die ist eine also durch und durch. Also die ist ja nicht umsonst Ihre Lieblingskandidatin. Ja, aber Sie werden sehen, die wird eine eigene Handschrift entwickeln. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Also Pamela Rendi-Wagner, 2022 Kanzlerin, Kern 2019 EU-Kommissionschef. Das wollen wir gleich beantworten. Ja. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt der letzte Einstieg, nämlich die Frage, wie schaut die Spitzenkandidatur von Christian Kern bei der EU-Wahl aus? Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Fellner live heute mit Christian Kern, der für ein gewaltiges Erdbeben gesorgt hat letzte Woche. Zuerst mit seiner Rücktrittsankündigung, dann mit dem Rücktritt vom Rücktritt, dann mit dem Antritt für die EU-Kandidatur. Wie ist Ihnen denn das passiert? Ich meine, ich schätze Sie so als Marketing-Genie seit vielen, vielen Jahren und jetzt machen Sie da wieder so einen Ballerwatsch. Wie konnte denn das passieren, dieses Chaos da rund um Ihre EU-Kandidatur, die ja eigentlich was Positives ist? Na, aber ganz ehrlich, das weiß ich entschieden zurück, was Sie da jetzt gesagt haben, weil Sie reden über die Medien und die Wolken, die in der Beschreibung in diesen einen Tag gemacht haben. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen für mich, zu der ich stehe. Da bitte ich auch, die persönlich zu respektieren. Nein, weil das verstehe genauso, ich, wie man sich in der Politik engagiert. Lieber Herr Kern, der Sie so ein genialer Marketingmann bei den ÖBB waren, warum kann man so eine Entscheidung nicht so kommunizieren, dass die Menschen und die Medien das verstehen? Warum muss man da ein ganzes Land einen Tag lang im Chaos lassen, sodass sie schon bei Gazprom waren und bei Kicker Leiner und weg und dann wieder da? Warten Sie mal kurz, sagt das was über mich oder sagt das was über die Medien und den Politzirkus aus? Es sagt natürlich was über den Politzirkus des Internet aus, das waren ja nicht die Medien, es war das Internet, dass sie wahrscheinlich in seiner Geschwindigkeit unterschätzt haben und in seiner flächendeckenden Brandwirkung, um das einmal so zu sagen, aber natürlich auch ein bisschen was über Sie, weil das kann man doch besser vorbereiten, so eine geniale Ansage eigentlich. Naja.
Also erstens einmal können Sie solche Dinge nicht wälzen und hin und her wenden. Das können Sie nur mit sich selbst ausmachen, weil sonst gewinnst du viel zu früh in der Öffentlichkeit. Das Zweite ist, wenn du dann so eine Entscheidung getroffen hast, stehst du vor der Frage, wie machst du es? Und da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, du bindest mehrere ein, damit alle gut vorbereitet sind. Geh fix davon aus, das funktioniert nicht, weil dann das sofort quasi plakatiert wird an jeder Häuserwand. Die zweite Variante ist, einen kleineren Kreis heranzuziehen und mit denen das zu besprechen, wie die Nachfolgefrage auch ausschauen soll. Und das war das, was ich getan habe, in einem kleinen Kreis zu sagen, ich möchte diese Aufgabe übergeben und zwar an eine bestimmte Persönlichkeit. So. Das Problem ist, dass leider diese Strategie deshalb nicht funktioniert hat, weil es dann am Ende eine Indiskretion gegeben hat. Ja, das muss ja einer an die ÖVP gesteckt haben, weil das kam ja von der ÖVP und nicht von Ihnen und nicht von der SPÖ. Und da muss man ja sagen, bitte, wes Geistes Kind sind Ihre Genossen, ja, oder einer Ihrer Genossen, der das der ÖVP gibt, das ist ja völlig gaga. Ja, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Wenn es so wäre, wäre es wirklich ein merkwürdiger Vorgang. Ja, definitiv. Aber, haben wir das ja, aus der ÖVP bekommen, definitiv. Aber ehrlich gesagt, ich möchte da gar nicht spekulieren drüber. Ja. Das ist, wie es ist. Aber ich sage noch einmal, nein, es ärgert mich nicht einmal, was nur nicht fair ist, wenn man sagt, der Kern hat ein Chaos verursacht. Weil ehrlich gesagt, wie sollst du es denn sonst machen? Außer in kleinen Schritten, in konzentrischen Kreisen. Ich habe auf diesen Dienstagabend ein Abendessen eingeladen, aller Landesparteivorsitzenden, ja, Frauen und Gewerkschaftsvorsitzenden, um ihnen zu sagen, was es ist und was danach passieren soll. So, und das ist nicht passiert, weil es nicht am Dienstagabend möglich war, das dann final zu klären, weil das Ganze im Dienstag in der Früh, Montag in der Nacht offensichtlich dann schon rausgespielt worden ist. Das hat diesen Plan zerstört. Die Alternative wäre gewesen, eine allereinsamste Entscheidung zu treffen, einfach in der Früh ins Büro zu gehen, zum Mittag den Rücktritt zu verkünden und dann letztendlich gar nichts vorzubereiten. Und jetzt gibt es ja das Gerücht, Herr Kern, und ich glaube, es ist ein wahres Gerücht, dass Sie ja ursprünglich ganz zurücktreten wollten und eigentlich gesagt haben, ich ziehe mich überhaupt aus der Politik zurück und dass dann eigentlich alle Ihrer Mitstreiter gesagt haben, na, mach doch den EU-Spitzenkandidaten, komm auf unser altes Konzept, das ja vorlag, zurück und mach das so, wie wir das gemeinsam schon besprochen haben, nämlich mach den Spitzenkandidaten und gewinn die Maiwahl. Ist das richtig? Ja. Der Punkt, Sie wollten ursprünglich komplett gehen. Es hat einen wichtigen Punkt, weil diese Europageschichte war immer eine Überlegung, das war eine, die sich dann geformt hat, Gestalt angenommen hat. Aber das geht natürlich nur, wenn der Parteivorstand, die wichtigsten Leute sagen, ja, das ist okay, mach das bitte so. Mhm. Und das war der Eindruck, den ich da sehr stark bekommen habe. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich stehe zur Verfügung, weil da geht es wirklich um eine wichtige Auseinandersetzung. Überlassen wir Europa den Rechtsdemagogen oder nicht? Also zuerst war die Entscheidung für den Rücktritt da. Das hätte auch ein Komplettrücktritt sein können. Das war parallel. Und als dann der Parteivorstand gesagt hat, mach doch den EU Spitzenkandidaten haben gesagt, das mache ich gern, weil ich eigentlich in der Politik bleiben will. Naja, erstens war es nicht der Parteivorstand, aber zweitens, das ist natürlich parallel gegangen. Ich habe das in verschiedenen Varianten mir überlegt, wie kann man das tun? Und ich sage noch einmal, jetzt gibt es so die Diskussion, welchen Job, welchen Posten, was will er eigentlich, macht er das 5 Jahre oder nicht? Ehrlich gesagt, über das möchte ich alles nicht mehr reden. Ich habe gesagt, ich führe diese Wahlkampagne aus einem einzigen Grund. Wir sind in Österreich das Land, das am meisten von der Europäischen Union profitiert, wirtschaftlich. Unser ganzer Wohlstand hängt daran. Und wir sind aber das Land, wo ein erklärlicher Teil der Leute sagt, die EU ist schlecht und bringt uns nichts. Und diesen Widerspruch muss man auflösen. Und was auch der Punkt ist, diese EU hat natürlich ihre schwachen Punkte, weil sie war zuletzt immer nur Binnenmarkt, haben immer nur die großen Unternehmer gewonnen, Stichwort Apple und Co. Und jetzt geht es darum, den Menschen zu sagen, na, das ist ein Projekt, das dich schützt und persönlich einen Beitrag leistet, dass du, deine Familie, deine Kinder ein besseres Leben führen können. Aber das ist schon spannend. Sie gehen da ja eigentlich in den spannendsten EU-Wahlkampf seit vielen, vielen Jahren hinein. Das wird ja ein sehr spannender Wahlkampf, wahrscheinlich auch ein brutaler Wahlkampf, weil ja die FPÖ da offenbar bereit ist, alle sozusagen rechtsnationalen Geschütze aufzufordern, die man nur auffahren kann, mit ihrem Ober-Rambo Wilimski, wenn man das einmal so sagen darf. Das heißt, das ist ein Wahlkampf, das macht Ihnen Spaß, wie wir beim Wörthersee gesehen haben. Sie gehen ja gern zu den Leuten und haben jetzt 6 Monate Zeit, praktisch das vorzubereiten und durchzuziehen.
Diese Wahl wollen Sie gewinnen einmal in Österreich, die EU-Wahl. Das Ziel muss sein, in Österreich Erster zu werden, das ist ganz klar. Das ist der Anspruch, das müssen wir erreichen. Das ist, wenn ich Ihren Umfragen traue, dann auf jeden Fall. Nee, auch meine Kommentare. Ich habe das ja als Erster geschrieben. Aber die Umfrage war überraschend dann schon in die Richtung. Und das muss man sagen, das war ja erst ganz kurz nach Ihrer Ansage. Also wahrscheinlich führen Sie da schon in den Umfragen. Ja, lassen wir uns überraschen. Aber es ist natürlich schon so, ich meine, das ist ja nicht nur die FPÖ, das ist ja ein Netzwerk dieser rechten Parteien, die in Wahrheit alle massiv europafeindlich sind. Ja. Und wenn Sie schauen, was Steve Bannon gestern angekündigt hat, das Mastermind der Trump-Kampagne, dann wollen die diese Trump-Nummer in Europa durchziehen. Und ich glaube, für uns ist entscheidend, dass wir da dagegen halten, in jedem einzelnen Land, aber auch auf der europäischen Ebene sagen, okay, wir müssen uns Bündnispartner suchen. Da geht es nicht nur um den Kampf der Sozialdemokratie alleine. Das sind gefordert von Tsipras bis Macron, von den Grünen bis zu den fortschrittlichen Liberalen, alle, weil da geht es tatsächlich darum, ob Europa in der Lage ist zu überleben und seine Aufgabe zu erfüllen oder ob wir wieder in den Nationalismus gehen. Da sind wir schon beim Thema Nummer zwei. Also das Thema Nummer eins ist, Sie wollen das einmal in Österreich gewinnen. Auch unbedingt. Ein bisschen sozusagen, um auf 1:1 zu stehen. Nein, gegen den Kurz. Bitte? Da sind wir schon wieder bei dieser... Nein, das stimmt. Sie haben ja da schon noch eine Rechnung offen, würde ich einmal sagen. Absolut nicht. Das war, wie es war. Also ich neige dazu, die Vergangenheit immer abzuhaken, nach vorn zu schauen. Aber für Österreich wäre es wichtig, wenn wir da eine stärkere Rolle in Europa spielen. Und für die Sozialdemokratie und ihre Unterstützer wäre es wichtig, wenn wir in Österreich nicht zulassen, dass hier nur mehr Politik für die Wohlhabenden gemacht wird. Also damit sind wir bei Thema Nummer zwei, nämlich werden Sie auch Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten sein? Das ist ja die Frage, die sich jetzt alle stellen. Ja, also ich denke, wir haben da einen Auswahlprozess vor uns. Da gibt es eine Reihe von sehr gut geeigneten Kandidaten. Was für uns am wichtigsten ist, diese Gruppe an Sozialdemokraten zusammenzuhalten und zu erweitern. Weil da sehen Sie ja ein ganz unterschiedliches Spektrum. Also ich sage jetzt einmal, die Sozialdemokraten Maltas haben eine ganz eine andere Aufstellung als die Belgiens, die Italiener wiederum eine andere als die Deutschen. Aber Sie würden diesen Spitzenkandidaten für die europäischen Sozialdemokraten gern machen? Also ich denke, wir müssen zwei Dinge bewerten. Das eine ist, wer kann in einer Wahlkampagne am meisten unterstützen in den einzelnen Ländern? Ja. Und das Zweite ist, wer ist realistischer Kandidat dann innerhalb der EU-Kommission? Und das aus meiner Sicht, und das ist keine Taktik, sondern schlicht und einfach so, gibt es mehr als eine Handvoll Persönlichkeiten, die da in Frage kommen. Und das werden wir diskutieren. Und ich werde diese Lösung unterstützen, wo ich glaube, dass wir vor allem auch in Österreich die besten Chancen haben, unser Ziel zu erreichen. Das heißt, Sie wollen eigentlich den Spitzenkandidaten machen und Timmermans zum Beispiel sollte dann eher den Kommissionschef oder was immer dann da herauskommt machen. Das ist viel zu viel jetzt wieder hineingeheimnisst. Aus meiner Sicht ist das eine Frage, die sozusagen nachrangig zu bewerten ist. Aber es gibt eine Reihe von sehr, sehr guten Leuten. Auch der slowakische Kommentar hat sich schon gemeldet. Es wird noch eine Reihe von anderen geben. Sie werden sehen, das wird sich noch entwickeln. Und daraus ist dann eine Auswahl zu treffen. Aber Sie würden auch gerne in die Kommission gehen? Nein, mein Ziel ist es nicht, in die Kommission zu gehen, nicht Spitzenkandidat zu sein, sondern wenn das so ist, dann ist es vielleicht einmal eines Tages so. Aber mein Ziel ist, dass wir jetzt eine Wahlkampagne führen und den Österreichern klar machen, was am Spiel steht. Das möchte ich unbedingt tun. Und diese ganzen Jobüberlegungen danach, ehrlich, aus tiefstem Herzen, aber Sie wollen ja, das haben Sie ja vorher schon mehrfach gesagt, Sie sehen das ja nicht nur als österreichischen Wahlkampf, sondern Sie sehen sie eigentlich als europaweiten Wahlkampf gegen dieses rechte Netzwerk, wo ja letztendlich die AfD dazugehören wird, absolut, die FPÖ dazugehören wird, der Orban dazugehören wird, der Salvini und die Italiener, die auch exzellente Umfrageergebnisse haben. Mhm. Also es ist ja fast zu befürchten, dass die Rechten diesmal möglicherweise sogar stärker werden als die Linken. Das ist das, was am Spiel steht und wir wissen aus der Geschichte, dass wir das Problem haben, dass wir mit der Konservativen, mit der Europäischen Volkspartei nicht als stabiler Bündnispartner rechnen können, weil als es jetzt darum gegangen ist, Orban im Europaparlament zu verurteilen wegen dem Verstößen gegen Pressefreiheit und Ähnliches, hat die ganze CSU-Gruppe für Orban gestimmt, obwohl das eigentlich eine Entscheidung war, die man vor 5 Jahren schon treffen hätte sollen und sich anschauen, was passiert in dem Land eigentlich, weil die gleiten ja immer weiter ab. Der hat sein Wahlrecht geändert, der hat die Pressefreiheit eingeschränkt und das mitten im Herzen Europas. Das ist ja eine riesen Herausforderung. Das heißt, Sie wollen da schon auch eine europäische Kampagne fahren, gemeinsam mit den
europäischen Sozialdemokraten. Haben Sie eigentlich eine Chance auf Platz 1, so wie Sie das Bündnis sehen, oder ist das hoffnungslos? Ich glaube, mit Platz 1 als Sozialdemokraten allein ist deshalb schwierig. Aber Sie sehen Sie als Bündnis, ja, ne? Als Bündnis, ja, glaube ich schon, dass das möglich sein wird, gar da keine Frage. Zählen Sie die Grünen dazu, die Liberalen, absolut, dazu. Ja. Und dann ist ja die Frage, wo wird der Macron, der schließt sich der einer Fraktion an oder wird der eine eigene Fraktion gründen? Was weiß man da schon? Na, man wird sehen, wie das ausgeht, aber aus meiner Sicht ist es nicht klar, dass die Europäische Volkspartei weiter den Kommissionspräsidenten stellt. Also das muss man mal ganz klar unterstreichen. Und ich bin der Meinung, es sollte jemand sein, der dieses fortschrittliche Lager repräsentiert. Aber das ist kein Serat in eigener Sache, das möchte ich jetzt explizit betonen, sondern da gibt es in ganz Europa mehr, als wir in Österreich überhaupt aber zur Kenntnis genommen haben. Aber Sie wollen eigentlich sich in den ganzen europaweiten EU-Wahlkampf einschalten. Das ist ein bisschen Ihre Mission. Wir müssen das tun und das ist mein Anspruch, weil wir nur so in Österreich ein gutes Ergebnis erzielen können. Und das Zweite ist, wir sind einer der wenigen wirklich starken sozialdemokratischen Parteien noch mit unseren Wahlergebnissen. Und daraus leitet sich ein Anspruch ab, hier mehr mitzugestalten. Aber da ist Ihnen schon klar, da brauchen Sie dann schon eine ordentliche Ansage zur Flüchtlingsfrage. Nicht so Herummeierei wie in Ihrem letzten Wahlkampf. Aber Herr Fellner, wir haben das Gespräch damit begonnen, dass ich Ihnen gesagt habe, das Wichtigste war für uns die Festlegung der Position. Ja. Diese Position gibt es, die berücksichtigt unser humanistisches. Was ist jetzt Ihre Position in diesem EU-Wahlkampf? Ist die mit der Kurzposition ident? Also lückenloser Schutz der Außengrenzen, keine Schiffe mehr an die europäische Küste, sondern die werden abgefangen und kommen in Anlandezentren. Ist das auch Ihre Position jetzt? Also da werden Dinge versprochen, die so überhaupt nicht funktionieren. Und ganz ehrlich, der Salzburg-Gipfel war ein einziger Zirkus, wo am Ende genau nichts rausgekommen ist, in Wahrheit. Das war eine Inszenierung vom Bundeskanzler und am Ende haben ihm die europäischen Partner gezeigt, was sie davon halten. Nämlich so geht's nicht. Und die Wahrheit ist, wir haben eine Position, die sagt, okay, wir müssen das Problem an der Wurzel lösen. Europa kann das Thema in Afrika lösen. Das müssen wir mit aller Konsequenz tun. Wir brauchen die Rückführungsabkommen und es muss eine Trennung zwischen Asyl und Migration geben. Aber Sie sind für lückenlosen Schutz der Außengrenzen? Nein, es ist doch, ja, natürlich sind wir für die Kontrolle der Außengrenze. Das ist ganz klar. Das muss man tun. Aber der springende Punkt bei der Geschichte ist. Sie sind für Landeverbote von Schlepperschiffen oder von geretteten Schiffen? Es ist. Nein, entschuldigen, das muss ich schon fragen, weil das wird eine Kernfrage werden in dem Wahlkampf. Es gibt Rechtsstaatlichkeit und es gibt die Menschenrechtskonvention, die ist Teil unserer Verfassung. Und das sieht vor, dass jemand, der in Seenot ist, gerettet wird, dass wir die Leute nicht ersaufen lassen. Das ist eine Verpflichtung Europas. Und jeder, der sagt, wir schauen da weg und die ignorieren wir, der begeht einen Bruch mit allen unseren Werten. Also da sind Sie auf einer Linie mit Macron, Sanchez und nicht mit Kurz. Na, mit Sicherheit, weil das, was Kurz da ja sagt, ist ja so erstens nicht durchführbar und zweitens moralisch auch bedenklich. Und was mein Ziel ist, lösen wir das Problem doch wirklich und trennen wir zwischen Asyl und Migration. Und das heißt, Asyl bekommt jeder bei uns, der wirklich aus Flucht, Zerstörung, Folter, persönlicher Verfolgung flieht. Dazu stehe ich und da darf es auch keine Einschränkung geben, weil das ist unser humanistisches Erbe. Das Zweite aber ist, bei der Migration müssen wir bestimmen, wer kommen kann. Und da ist natürlich klar, dass wir die Grenzen kontrollieren. Und da ist auch klar, dass die Leute, die keinen Asylbescheid, keinen positiven haben, wieder zurückgeschickt werden. Da müssen wir die Zahl limitieren und da müssen wir schauen, was braucht unsere Wirtschaft. Und die Leute laden wir dann ein, damit einen Beitrag in Österreich leisten können. Das ist sonnenklar. Aber diese Rezepte, wir lassen alle im Mittelmeer untergehen oder suchen unsere Insel à la Lampedusa, das wird nicht funktionieren, weil es die rechtlichen Voraussetzungen nicht gibt. Das, was die Regierung und der Herr Bundeskanzler Kurz machen, das muss ihnen ja derzeit das Geimpfte eintreiben, wenn ich das so sagen darf, ist ja immerhin ihr Erbe, dass da jetzt einmal um 180 Grad umgedreht wird, oder? Naja, sie lösen vor allem keine Probleme und was am Ende rauskommt, siehe bei der Gesundheitsreform, da wird es keine Verbesserungen geben, sondern bloß mehr schwarze Funktionäre in den Aufsichtsräten. Das ist das, was die ÖVP jetzt durchgesetzt hat. Ich kann der FPÖ nur gratulieren, bravo, das haben sie super gemacht. Die Leute werden sozusagen über den Tisch gezogen, die Versicherten, die die Gesundheitsleistungen brauchen und die ÖVP reißt sich die Krankenkassen unter den Nagel. Und das Ganze nennt man dann auch noch Reform, das ist ja bizarr.
Das heißt, es wird ein spannender Wahlkampf werden, ich mir vorstellen, mit Ihnen hoffentlich in Hochform. Ja. Wann geht's los? Wann wird dieser Wahlkampf beginnen? Werden Sie schon jetzt zu den Bürgern fahren? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir werden anfangen, das frühzeitig vorzubereiten, weil ich möchte, dass wir eine wirkliche Europadiskussion im Land zu Wege bringen. Und zwar gar jetzt nicht parteipolitisch geprägt, sondern was braucht Österreich, was braucht Europa? Und dann wird der Wahlkampf 26. Mai, ich nehme an, es wird eine kurze, aber intensive Auseinandersetzung. Ja, danke vielmals, Herr Kern. Danke fürs Kommen. Direkt aus Kanada, muss man dazu sagen, fast, dass Sie da gleich zu uns ins Studio gekommen sind an dem spannenden Tag. Wir gehen jetzt noch einmal zurück zu den News und dann wird der nächste Abschied aus der österreichischen Innenpolitik zelebriert. Dann kommt NEOS-Chef Strolz dran mit einer Pressekonferenz, die auch sehr spannend werden kann. Also bitte bleiben Sie dran.